Kommen wir zum letzten Abschnitt unseres Videos. Jetzt möchte ich nochmal ein bisschen auf die alten Antisyphilitika eingehen, also auf die alten Mittel gegen die Syphilis. Die Syphilis war eine sehr gefährliche Erkrankung, aber vor allem erstmal eine sehr entstellende Erkrankung. Ich sagte schon in anderen Videoabschnitten, dass sie zum Beispiel die Nase weggefressen hat. Und dann war es auch noch eine Krankheit, die eben nicht nur arme Menschen betraf, sondern auch schon Menschen in der feineren Gesellschaft. Und auch ein bisschen peinlich war diese Erkrankung nun mal auch, weil sie eben auch mit Sexualkontakt einhergeht. So hat man also immer Mittel gesucht, um dieser Erkrankung Herr zu werden. Ganz alte Mittel, das sind diese Schwitzbäder-Wärmebehandlungen. Und da kommt dann auch die Hyperthermie-Therapie ins Spiel. Auch die hat man dann später professionell in Kliniken betrieben. Also sagen wir mal 1930, 1940, auf jeden Fall in den USA. Deutschland weiß ich nicht genau, aber da hat man die eingesetzt. Und dann natürlich unter kontrollierten Bedingungen. Man hat aber auch auf Fastenkuren gesetzt, auf Katzenkralle, das ist auch ein sehr altes Mittel. Katzenkralle, da hat man früher die Sklaven benutzt, oft so in Italien, vielleicht auch in, ja, ich glaube auch in Spanien. Und das hat sehr gut funktioniert. Heute muss man aber sagen, wir haben sehr viele Pflanzen neu gezüchtet und da scheint ein bisschen Wirkstoff verloren gegangen zu sein. Also diese starke Wirkung gibt es heute nicht mehr. Vielleicht hat sich auch der Erreger daran gewöhnt, das weiß ich nicht genau. Malaria-Therapie, da kommt es zu einem Verdrängen der anderen Erreger. Manche würden jetzt sagen, es geht mehr einher durch die hohe Temperatur. Das kann sein, das weiß ich nicht hundertprozentig. Aber jetzt, da ja auch die Malaria-Therapie, also man spritzt Malaria-Parasiten und das macht man heute auch bei der Lyme-Borreliose. Und da kommt es schon zu einer Konkurrenzsituation im roten Blutkörperchen. Und einer gewinnt bei so etwas immer. Das ist ganz normal. Interessant ist dann, dass sich praktisch ein neuer Medizinzweig vor ungefähr 100 Jahren entwickelte. Also man entdeckte, dass man Quecksilber, Bismut und Jod nicht nur auf die Haut auftragen kann, sondern man kann es ja auch injizieren. Und der nächste Parallelzweig, der sich dann entwickelte, waren die Tierversuche. Also man hat erstmal dann vielen Tieren irgendetwas gespritzt und so kam man immer mehr auf neue Behandlungsmethoden. Ob man die jetzt gut findet oder nicht, das ist ja erstmal egal, aber die haben sich erstmal entwickelt. Die Arsenverbindungen. Arsen war zu der Zeit sowieso schon sehr verbreitet, weil man damit auch rote Blutkörperchen gefördert hat. Und zwar ist es so, dass diese Verbindungen, also Arsen, Quecksilber, Bismut, Jod, natürlich sind die ab einer gewissen Menge auch alle nicht gesundheitsfördernd. Aber in geringer Dosierung konnte man damit eben auch etwas bewirken. Arsen ist dann bekannt geworden über den Paul Ehrlich, über das Salvarsan. Salvarsan war vor ungefähr 100 Jahren eines der wichtigsten Mittel überhaupt im Kampf gegen die Syphilis. Salvarsan war aber nicht nur gegen die Syphilis, sondern auch noch gegen diesen nahen Verwandten der Syphilis, gegen die Frambrosie. Man konnte also direkt sehen, wenn man dieses Salvarsan und später dann Neosalvarsan, es war also ein neues Salvarsan, was besser verträglich war. Vorher hatte man Probleme bei Injektionen, dass die Haut Nekrosen gebildet hatte. Jedenfalls konnte man direkt sehen, wenn man das injiziert hat, dass diese himbeerartigen Pusteln bei der Frambrosie verschwanden. Und auch die afrikanische Schlafkrankheit konnte man mit Neosalvarsan heilen. Und zwar ist das eine Trypanosoma, also eine Protozoonerkrankung. Außerdem hat man dann auch mit dem Dunkelfeldmikroskop beweisen können, dass tatsächlich die Syphilis-Spirochete weniger wurde. Und zwar fehlte irgendwann komplett die Syphilis-Spirochete im Blut. Aber man konnte gleichzeitig auch beweisen, dass man, wenn man einmal Syphilis hatte, sie nicht komplett wieder los wird. Man konnte zum Beispiel dann in den Lymphknoten stechen und in diesen Lymphknoten waren nur noch so kleine Minikügelchen und diese Minikügelchen hat man dann einem Kaninchen injiziert und beim Kaninchen ging es dann sofort los mit der Syphilis. Also Kaninchen sind sowohl anfällig für die Menschensyphilis
als auch für die Kaninchensyphilis. Und so konnte man auch beweisen, dass man halt eine Syphilis heilen kann oder eine Symptomfreiheit halt erzeugen kann, aber nicht ein komplettes Verschwinden dieser Spirocheten. Was dann auch wiederum bedeutet, dass wir eben zum Dauerausscheider werden. Dann hat man also mit Quecksilber gearbeitet. In der Zeit, wo man Quecksilberinjektionen gemacht hat, ist auch der Begriff Herxheimer-Reaktion entstanden. Da werde ich aber nochmal wahrscheinlich ein anderes Video drüber machen, um nochmal den alten Begriff der Herxheimer-Reaktion zu erklären, was damit damals eigentlich gemeint war. Das Bismut. Bismut, man hat schon in den 1910er Jahren mit Bismut rumexperimentiert. Man hat erfolgreich auch die Syphilis beim Kaninchen damit geheilt, aber erst in den 1920er Jahren ist dann Herr Levaditi damit berühmt geworden und man hat dann daraus entwickelt ein Medikament entwickelt gegen die Syphilis, das konnte man dann in den Po-Muskel injizieren. War aber mehr ein Mittel bei der frühen Form der Syphilis, also nicht bei der Neurosyphilis, aber zumindest bei der frühen Form. Bismut heißt auch Wismut. Und Bismut hat eine Renaissance erlebt. Wenn man so ein bisschen im Internet guckt, dann streiten sich da viele Ärzte über den Sinn und den Unsinn von Bismut-Einsatz. Manche Ärzte, so konnte ich jedenfalls im Internet lesen, setzen Bismut heute als Infusion ein gegen die Borreliose. Man muss dazu wissen, aber dass Bismut ab einem gewissen Grad toxisch wirkt. Dennoch, ich habe die meiste Zeit meines Lebens, so 30 Jahre meines Lebens, mit Dermatol-Pulver gearbeitet. Dermatol ist ein Wismutgalat, also Bismut, das Element, und Wismut, der Trivialname. Und damit konnte man als Wundstreupulver wunderbar viele Hauterkrankungen mit in den Griff kriegen. Das Jod, da streitet man sich im Grunde genommen ja auch sehr. Offiziell sagt man, man soll kein Jod einnehmen. Die Deutsche Apothekerumschau schreibt sogar, dass man, wenn man einmal nur Jod einnimmt, nie wieder Jod aufnehmen kann und man sollte das eben lassen. Auch wenn sich dies wahrscheinlich alles sehr archaisch anhört, so muss ich aber sagen, dass auch heute noch bestimmte Verbindungen von damals Bestand haben. Also zum einen, es gab Merkochrom. Merkochrom gab es noch in den 1990er Jahren, soweit ich weiß. Merkochrom, Mercury, da ist halt Quecksilber drin gewesen und das nahm man zum Händedesinfizieren. Und auch noch Vaginalzäpfchen mit Quecksilber gab es Anfang der 2000er Jahre. Jodpräparate setzen sich bis heute durch. Es gibt nach wie vor Vaginalzäpfchen, die angereichert sind allerdings mit Povidon. Povidon, davon halte ich nichts, das ist Polyvinylpyrrolidon. Und diese Verbindung ist halt, das ist halt eine Plastikverbindung, die sorgt dafür, dass wir längere Zeit dieses Jod im Körper behalten und auch die Kontaktzeit mit dem Erreger ist dadurch länger. Das ist ja erstmal ganz gut, aber dennoch, Plastik ist eben nicht so gut für den Körper zu verstoffwechseln. Was ich damit sagen will, man hat also noch sehr lange auf diese Präparate gesetzt und es gibt halt sehr viele alte Rezepte noch. Jodipin zum Beispiel gab es früher von Firma Merck. Das war eine Verbindung von Jod und Sesamöl. Das Sesamöl hat auch ein bisschen mehr dafür gesorgt, dass Jod eben nicht so flüchtig ist, also so schnell abhaut. Und zum anderen konnte man das eben auch herunterschlucken und im Magen blieb es dann unzersetzt. Auch für subkutane Injektionen hat man es benutzt. Aber jedenfalls grundsätzlich, dass es eben ein bisschen länger im Körper bleibt und auch besser verträglich. Es gab also nicht nur Sesamöl, man hat das auch mit Olivenöl gemacht oder auch mit Lecithin. Lecithin ist immer sehr gut, weil es ein Emulgator ist und dieser Emulgator verbindet halt Wasser und Fett. Und generell geht es auch darum, dass es auch die Blut-Hirn-Schranke passieren kann. Wie gesagt, Jod wird auch heute noch eingesetzt bei Vaginalzäpfchen. Und zwar gibt es einen Riesenunterschied zwischen den meisten Antibiotika und den alten Mitteln und vor allen Dingen auch den Mitteln aus der Alternativmedizin. Jod ist Mikrobiozid. Und die Antibiotika, die sind ganz oft bakteriostatisch. Also als Beispiel für ein bakteriostatisches Antibiotikum ist das Doxycyclin. Gut. Und da gehe ich noch ganz kurz drauf ein. Dieses
braune Jod. Es gibt mehrere Jodformen, mehrere Jodverbindungen. Es gibt aber auch eben das elementare Jod, das ist das braune Jod. Kaliumjodid gibt es auch, das ist dann ein weißes Pulver. Das freie Jod reagiert mit oxidierbaren SH- oder OH-Gruppen der Aminosäuren in Enzymen oder Strukturproteinen der Mikroorganismen. Das ist etwas, was ich häufig finde bei Mitteln, wo es nie Resistenzen gab. Das finde ich immer sehr spannend. Also es gibt halt diese Schwefelwasserstoffgruppen, also diese SH-Gruppen, und die sind zum Beispiel in dieser Proteinschicht von den Mikroorganismen. Und wenn man das rausknallt, dann stirbt das Bakterium, dann stirbt die Protozoen, dann stirbt das Virus oder auch die Pilze sterben dann ab. Oder zumindest werden sie inaktiviert. Aber grundsätzlich ist es eigentlich Mikrobiozid. Wenn es direkten Kontakt hat, auch Würmer kann man wunderbar unter dem Mikroskop abtöten, mit Lugolscher Lösung beispielsweise. Und das reichert sich dann noch so richtig in den Bakterien und in den Würmern an. Eingesetzt wird heute das Jod oder diese Vaginalzäpfchen. Die werden also eingesetzt für die Beseitigung von Mykoplasmen, von Gardnerella, von den Chlamydien. Pilze sterben ab, Viren sterben ab und sowohl Herpesviren als auch HIV-Viren, Protozoen, zum Beispiel das sind dann die Trichomonaden, aber auch Sporen. Und nach wie vor steht auch immer noch Treponema pallidum, unsere Syphilis, mit auf dem Beipackzettel. Ich wundere mich ein bisschen, dass man die Jodlösung nicht noch breiter einsetzt. Wie gesagt, man versucht heute immer mehr, das habe ich aber in anderen Videos vielleicht schon mal so ein bisschen am Rande gesagt, man will immer Einzelwirkstoffe patentieren können und damit auch viel Geld verdienen. Mit Jod verdient man heute nicht mehr so viel.